So, es fehlt nicht mehr viel zu unserer Windmühle. Noch 12 weitere Zonen müssen erschlossen und dann wahrscheinlich auch erschossen werden. Und dann will ich meine Metropole, wie gesagt, wieder haben. Aber schauen wir einfach mal weiter hier jetzt. So, also wir hatten Seelenheim und Schmutzbach, was quasi Seelenheim V2.0 ist. Da haben wir hier auch schon die nächste schöne Stadt aus Dr. Whites Unterlagen. Drumstadt. Drumstadt, ja, erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen, aber sieht einfach mal selbst. Erwin Planlos, der frühere Bürgermeister von Drumstadt, hielt nie etwas von intelligenter Stadtplanung. Woran erinnert mich das jetzt bloß? Das sollte ihm teuer zu stehen kommen. Für seine Straßenbaupläne ließ er sich von dem Lieblingsstrickmuster seiner Oma inspirieren. Die Baukolonnen führten seine Pläne aus und das Chaos war perfekt. Großzügige Straßenführungen trennten die Wohngebiete viel zu weit voneinander. Ist auch gar nicht so schlecht, wenn ihr Leute da auch in der Stadt wohnt. Ich wäre froh, wenn ich von euch Pappnasen so weit wie möglich entfernt wohnen würde. Die Infrastruktur war unmöglich, die Wege zu den Arbeitsplätzen viel zu weit. Instandhaltungskosten waren unerschwinglich und eines Tages hatten die Bürger die Nase voll. Heute lebt Erwin planlos irgendwo in Amerika unter falschem Namen. Ja. Wer könnte er da wohl jetzt sein? Ich will da jetzt nicht mutmaßen, da kämen einfach zu viele in Frage, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erster Fehler, zuerst wurden Straßen gebaut. Mal ganz ehrlich, genau so fühlte sich das Las Vegas-Szenario an. Da wurden doch auch zuerst planlos Straßen gebaut und dann irgendwie irgendwelche Wohngebiete dahin geklatscht, oder nicht? Auf jeden Fall zweiter Fehler, Wohngebiete waren zu weit voneinander entfernt. Ja, weil man in die Lücken nicht auch einfach neue Wohngebiete reinbauen kann. Dritter Fehler, zu weit bis zur Arbeit. Auf dem Foto ist irgendwie überhaupt keine Arbeit zu sehen. Vierter Fehler, keine zentralen Einkaufsgebiete. Eine großartige Stadt, mal wieder Drumstadt aus Dr. Whites Unterlagen. Oh, hier, ich krieg mein eigenes Haus, yay. Und hier ist erweitertes Handelsgebiet. Das heißt wahrscheinlich auch nur da noch mal so zwei, drei neue Gewerbegebiete hin. Ach, ist doch nicht wahr. So, aber hier, ihr könnt euch nicht entwickeln, weil ihr hier das schon habt. Das heißt, ich kann mir so was von Ultra Zeit lassen. Und wie viel haben wir jetzt? 144, da haben wir es doch bald geschafft. Ach, mein Controller will da nach rechts. Ist da irgendwas? Nö. So, gleich haben wir es endlich geschafft. Wir kriegen unsere. Ich sehe gerade hier, die Gebiete haben sich erholt. Also hier schön keine Krankenhäuser mehr hier machen. Dann bleibe ich euch auch wohlgesonnen. Was haben wir hier noch? Aus Dr. Whites Unterlagen. Wüstentraum. Scheich Omar el-Hadef hatte den Traum eines riesigen Einkaufszentrums in Mittelamerika.
inmitten der Wüste. Er ließ dort Handelszonen errichten und es kamen sogar ein paar Händler. Die verließen den Ort aber bald wieder, weil niemand dort etwas kaufte. Denn jetzt die Preisfrage, was hat der gute Herr vergessen? Oder können wir mal drüber nachdenken, während ich jetzt hier das Wohngebiet hinbaue. Ein Tipp, ich habe es gerade im Satz schon erwähnt. Was sollte das Einkaufszentrum auch in der Wüste weit abgelegen von den Wohngebieten? Ja, einfach nur, ach nee, wie, ihr seid vielleicht gerade schneller gewesen, aber ich bin hartnäckiger, versucht es doch einfach mal gar nicht. Um dort etwas zu kaufen, hätten die Einwohner viel zu lange Strecken fahren müssen. So ging Elhadevs Traum nicht in Erfüllung. Hier haben wir wieder ein paar schöne Screenshots. Das war der Wüstentraum. Und in der Wüste, gibt es eigentlich Wälder in der Wüste? Ich weiß es nicht. Aber anscheinend so ein paar Waldflächen machen wohl nichts. Ich meine, das wäre doch auch die Lösung. Einfach mal, wenn Nahrungsmittelknappheit ist und man da nicht irgendwie Agrarkultur vernünftig anbauen kann, einfach mal ein paar Wälder in die Wüste setzen. So, Problem gelöst. Und dann das zweite Bild, nicht einmal Kojoten kamen. Aber es herrscht doch ein gewisses Verkehrsaufkommen auf den Straßen. Und anscheinend sind da auch ein paar Gewerbegebiete geblieben. Denn ich sag mal, der Punkt ist, die Kojoten kommen vielleicht doch. Vielleicht kauft ja der, hier unser Wile-E, hier der Kojote aus Roadrunner, vielleicht kauft er ja jetzt bei Oma El-Hadef sein Eckmüllzeugs ein. Das ist ja, glaube ich, sonst immer. Ah, und wir kriegen unsere Windmühle eingeschenkt der Partnerstadt. Aus Amsterdam erhältst du eine Original-Windmühle als Symbol für die Partnerschaft, die eure beiden Städte verbindet. Stelle sie in der Stadt für jeden sichtbar auf. Aha. Das heißt, ich hatte eine Partnerstadt, wusste es aber auch nicht. Ich kann den ja mal irgendwie einen Bowser oder so rüberschicken. Auf jeden Fall, das war es soweit vom Wüstentraum. Hauptsache, der Kojote kann da noch seine Gimmicks und Gadgets kaufen. Wir wollen nun damit erstmal mit der Anleitung abschließen. Das war es soweit aus Stufe 2. Als nächstes kommt dann die Großstadt. Und apropos Großstadt, wir wollen ja auch eine größere Stadt bauen. Das heißt, wir haben noch viel Zeit, uns andere Anekdoten zu Gemüte zu führen. Und jetzt mache ich die erstmal alle hier wieder platt und versuche meinen Status quo wieder zu erlangen, bevor ich hier mit dem Zone Stacking angefangen habe. Auch, ich sag mal hier, das Top da ist doch nicht so schlecht. Ich glaube, das kann ich doch eigentlich. Genau, das lasse ich doch einfach mal da jetzt stehen, oder nicht? Fair, aber der Rest hier kommt alles weg. Auch das Wohngebiet da, das sah gar nicht so schlecht aus, aber das kann auch mal weg. Das hat eh nicht so viel hier zur Stadt beigetragen und jetzt mal wieder hier mit den ganzen schönen Gebieten machen wir hier wieder die Gewerbegebiete hin. Hier noch ein paar Wohngebiete. Sehr hohe Luftverschmutzung. Oh, ihr habt doch kaum Industriegebiete. Soll ich die noch platt machen oder was?
Ich will nicht wissen, wo ihr dann euren Schweinskram herstellt, wenn die Industrie wegfällt. Auf jeden Fall, ich mache hier mal eine kleine Pause. Bis zum nächsten und letzten Mal in unserer Übungsstadt.